So, da sind wir wieder bei Dark Souls und es ist einiges, wirklich einiges seit der letzten Folge passiert. Ich habe viel mit DK gespielt, dass er auf demselben Stand ist wie ich. Ich habe noch nichts großartig Neues entdeckt, also nichts für meinen Level-Content, sagen wir so. Ich habe die alten Gebiete sehr stark durchforstet und einige Sachen entdeckt, die mir im Let's Play nicht aufgefallen sind, die ich gerne nachholen kann, aber das würde die gesamte Folge wahrscheinlich, würde die nächsten 2-3 Folgen einnehmen. Deswegen werde ich es nicht groß nachholen. Das ist mein Sandman-Charakter, den ich übrigens sehr cool finde. Im Optimalfall lege ich dem auch immer diesen Helm hier an. Würde nicht das dadurch noch viel zu schwer sein. Ich habe eine schöne Axt, die in der Hinsicht auch sehr cool ist und sehr viel Kavatz macht. Aber wir spielen, und das ist übrigens nicht die Waffen, die ich mit dem Charakter benutze, keine Panik. Ich habe mit dem Charakter ein Brett, Bastardschwert plus 4 und ein Schild von Page. Dem netten Typen, der uns den Speckstein gegeben hat. Den habe ich mit dem Charakter umgebracht und dem sein Schild habe ich deswegen. So laufe ich mit dem Charakter hier immer rum. Nichtsdestotrotz machen wir Partie beenden, weil uns der Charakter einen feuchten Dreck angeht. Der ist exakt an derselben Stelle wie mein Charakter, aber ist 20 Level circa höher. Da ich für Yuga und DK hochgelevelt habe mit dem Charakter, dass ich denen helfen konnte. Und dann gucken wir doch mal, wie es mit unserem Charakter steht. Mit dem Zomb. Bin ja so glücklich über diese tolle Namensgebung, die ich ihm gegeben habe. So, fortfahren. Zombie. Ach, der ist sogar Zombie. Ja, der ist jetzt. Die 4 Stunden sind wieder hochgesteckt, weil ich die Konsole einfach ewig angelassen habe. Ich glaube, dem war ich auch nochmal 1-2 Stunden aus Versehen eingeloggt. Nach der Aufnahme. Das tut mir leid. Und den habe ich angefangen. Mein Bogentyp. Aber mit dem sterbe ich die ganze Zeit, weil mit Bogen irgendwie, keine Ahnung, geht es noch nicht so perfekt, wie ich es mir hoffe. Vielleicht liegt es an der Tatsache, dass ich noch keinen coolen Bogen gefunden habe. So. Wir werden mal schauen, dass wir auf jeden Fall ein bisschen höher leveln, weil wir sind für unser Level echt verhältnismäßig ziemlich weit unten. Bei dem Boss sollte man schon Level 50 erreicht haben, circa. Oder 40 bis 50 auf jeden Fall. Haben wir noch Seelen? Haben wir die nicht ausgegeben? Ich glaube, wir haben noch Seelen. Oh, ja. Wir haben noch ein paar Seelen. Mit unserem netten Zombie-Charakter. Die wollen wir doch gleich mal direkt als erstes ausgeben. Es wird mir übrigens schwerfallen, die Items zu finden, weil ich nicht beides gleichzeitig im Gedanken halten kann, was ich mit welchem Charakter schon geholt habe. Wir haben echt noch gar keine Sets eigentlich verteilt. Machen wir auf jeden Fall Vitalität schon mal auf 15. Stärke hätte ich gerne auf 20 mindestens und das auf 15. Die Anpassung können wir auch auf 15 hochpushen. Ja. Und die Belastung können wir noch mal eins hochpushen. So. Gut, jetzt sind wir auch Level 50. Das ging schneller als erwartet. Nein, ich möchte nicht nochmal mit der Regel weg. Danke. So, was haben wir denn als Ausrüstung? Haben wir da nicht auch diesen Helm bekommen? Nee, noch nicht. Okay. Den Kampf würde ich aber gerade gerne mal als erstes machen. Wir fangen direkt mit einem Bosskampf an. Nicht wundern, dass mein Hals kratzig ist. Ich habe leichte Erkältung. Keine super starke. Es ist jetzt kein Weltuntergang, ne? Und ich würde auch gerne von dem Feuerschwert weggehen, weil das eigentlich ziemlich kacke ist. Ich würde gerne auch hier mit dem Charakter das Bastardschwert nehmen. Ist jetzt ein bisschen spät, ne? Nachdem man alles reingesteckt hat, um das Feuerschwert auch hoch zu pushen. Aber egal. So, erstmal müssen wir den hier wegräumen. Der sollte ja super einfach an uns vorbeihauen. Dreimal. Es sollte eventuell, ich sag jetzt nicht, dass es eine 100%ige Chance ist, eventuell treffe ich und weiche ich jetzt ein bisschen besser aus nach der ganzen Spielzeit mit dem anderen Charakter. Aber die, guck mal, die, schaut euch den Gegner an. Wie konnten wir uns je von diesem Gegner treffen lassen? Frage ich mich da selbst. So, wir wollen da drüben lang, da wo diese riesige Brücke oben ist, da wollen wir hoch. Einfach weil es geht, würde ich mal jetzt behaupten. Großen besonderen Grund habe ich jetzt nicht, da hochzugehen. Zumindest wird mir keiner einfallen. Guck mal, der trifft da nicht mal. Dreimal schlagen. So ist es halt kacke, wenn er an der Kante steht. Wunderbar. So, müssen uns halt alle Gegner aus dem Weg räumen. Und hier haben wir genauso viele Flakons wie mit dem anderen Charakter.
Seht ihr mal, habe ich keins mehr gefunden. Ich habe noch einen Händler gefunden, wo man auch Items verkaufen konnte. Das fand ich cool. So. Die anderen beiden warten ja, Gott sei Dank. Zwei und dann macht er einen Drehschlag. So, das ist der lange Hieb. Da macht er gar nichts mehr danach, also kann ich ihn töten. So. Problem jetzt ist, dass die beiden gleichzeitig kommen. Ja. Deswegen muss ich da ein bisschen gezielter ausweichen. So, einer ist weg. Wunderbar. Und jetzt machen wir dich. Willst du angreifen? So. Oh, Vierer-Kombo sogar. Und tot, komm. Fall um. Das brauchen wir uns ja gar nicht erst geben. Welches Level ist das Schwert? Plus 5? 4. 4 sind beide, okay. Ja, ein 5er-Schwert kriegen wir auch bestimmt noch irgendwie hin. So, geht der eine wieder nach hinten. Das ist echt voll nett gemacht von dem Spiel. Dafür, dass das Dark Souls ist. Das fiebt mir übrigens, ist gerade ein Hund, der sich im Auge kratzt mit seinem Fuß. Mit dem war ich gerade noch Gassi, es ist gerade abends. Ich war gerade noch bei DK im Stream dabei und habe mich dann entschieden, dass ich mich nicht spoiler. Ich habe erst überlegt, ob ich vielleicht einfach mit DK weiterspiele. Dann dachte ich mir, nö. Sonst beschweren sich alle im LP. Und ich will einfach noch ein paar Kleinigkeiten gemacht haben. Wir könnten natürlich jetzt auch direkt in der Festung weiter erkunden. Gibt es auch einige Sachen zu entdecken, aber gerade würde ich gerne noch das hier fertig machen. So, sobald wir diesen Ritter hier besiegt haben, kommt ja dieser Pfosten da aus dem Boden hochgefahren. Und dann können wir die Brücke runterfallen lassen. Brücke. So, zwei, drei. Eins, zwei und drei. Es ist wie ein Tanz. Ein Tanz des Todes. Stirb. So. Da drüben. Nein! Okay, hallo Hebel. Man könnte sich vom Prinzip von der Brücke, glaube ich, erschlagen lassen. Ich glaube, es wollen wir aber nicht. Bis wohin fällt denn die? Nee, kann man gar nicht. Die fällt genau an den Rand hin. Schade. Ja gut, wenn man sich so an den Rand hinstellt. Entweder glitscht man oder man wird erschlagen. Alter schimmernder Lebensstein. Wir wollen ein paar Items von hier haben. Zumindestens. Und werden gleich gegen ein Rind des Bindens und Menschenbild. Dankeschön, Dankeschön. Wenn ihr gegen den netten Feind kämpfen. Ich hoffe, es klappt. Er sieht übrigens exakt genauso aus wie Ornstein aus Dark Souls 1. Hat aber, glaube ich, ein recht angenehmes Bewegungsmuster. Man muss sich nur super viel Zeit lassen, gegen den zu kämpfen. So. Okay, das ist ein Zweierschlag. Nochmal ein Zweierschlag. Einserschlag. Oh, er ist weggehüpft. Wenn er sein Speer gerade einhändig hält, dann kann man immer öfters draufhauen. Weil zum Angriff nimmt er ihn immer zweihändig in die Hand. Das kann man sich gut merken, eventuell. So, wir haben ihn halb besiegt. Er hat noch keinmal den Schattenangriff gemacht, den ich sehr cool finde. Was ich irgendwie ein bisschen schade finde. An der Säule möchte ich dich nicht haben, übrigens. Einfach immer warten, bis er angreift und dann zuschlagen. Er will immer den Abstand nutzen. Das Arschloch hier. Ist aber kein schwerer Gegner. Ist nicht mal ansatzweise halt so schwer wie in Dark Souls 1, weil, naja, es fehlt dieser fette Typ mit dem Riesenhammer, der auf einen einschlägt. Okay, dem Angriff konnte man nicht ausweichen. Gut, dass diese Säule im Weg war. Ja, er hat jetzt halt Schattenangriffe statt normalen. Was ihn halt ein bisschen gefährlicher macht. Ich sag mal ein bisschen. So, wir bleiben einfach an ihm dran und hoffen, dass er uns nicht mehr aufspießt.
Oh, oh, oh. Abstand ist bei dem Boss leider auch keine gute Methode. Hup, hup, hup. Halt, stopp. Okay, okay. So, jetzt passt es ja wieder. Oh, ich war doch nicht mal vor ihm, bitte. Spiel. Ich wurde einfach vor ihn teleportiert. Immer wenn er rückwärts hüpft, ist es so gefährlich. Nö, bin tot. Was soll das, bitte? Was, den ganzen Bosskampf macht und nichts? Ich bin Ortstein. Ich mach, und dann am Ende sticht er uns einfach zweimal ab. Jetzt gebe ich mir aber nicht mehr, extra die Feinde bis zum Boss hinzutöten, ne? Das braucht ihr gar nicht denken. Und warum braucht man so viel Videozeit, um irgendwas zu erreichen in Dark Souls? Wieso ist dieses Spiel so zeitfressend? Ich meine, das sind ein Drittel des Videos und schon wieder um. Ich würde am liebsten einfach jetzt direkt ins neue Gebiet und da ein bisschen erkunden. Aber ich hätte diesen Gegner gerne besiegt. Hätte er mich nicht zweimal hintereinander direkt aufgespießt. Ja, ja, ihr seid Steinritter. Oh. Ich könnte nix. Außer daneben schlagen. Jetzt fehlt mir auch noch ein Pixel an HP. Am besten wäre es, hätte ich jetzt das Schwert und würde Goldharz benutzen. Habe ich Goldharz? Ja, eins. Probieren wir es so. Probieren wir es mit Goldharz. Wahrscheinlich sticht er mich jetzt einfach direkt am Anfang ab. Aber egal. YOLO. Würde die krasse Jugend von heute sagen. So, da die Zauber recht lange halten, kann ich es auch jetzt schon drauf machen. Danke. Kannst du aufhören, mich die ganze Zeit aus meinem Schildding rauszumachen? So, und jetzt bleiben wir an ihm dran. Ah ja, 140 Schaden. Hat er irgendwie dazugelernt? Genau, es ist ein Boss, der einfach stärker wird. Genau, da sollte man weggehen. Das ist das einzig Gefährliche, was dieser nette Gegner kann. So. Jetzt schaust du wieder zu mir. Jetzt muss ich aufpassen. Dieses Weghüpfen ist echt gefährlich. Muss man echt aufpassen. Besonders, weil er dann so einen Scheiß immer danach macht. So, jetzt haben wir uns den halben Bosskampf auf jeden Fall schon mal. Oh, es war nicht der Aufspießangriff, Gott sei Dank. Das hätte jetzt auch mein Tod sein können. So, ein bisschen links und rechts laufen. Nein, nein, nein. So. Hörst du mal auf damit. So. Aua. Ich dachte, er will uns aufspießen. Ich nutze die Zeit kurz. So. Wo er uns unerfolgreich aufgespießt hat. Nein. So. Das Coole ist an dem Angriff, wenn er verfehlt, hat man ewig Zeit. Oh, das war doof. Aber auch gleichzeitig nicht. Nein, nein, nein. Oh, wir haben ihn besiegt. Wunderbar. Ich habe gar nicht mehr auf sein Leben geschaut. Ich fände es auch eine interessante Mechanik, wenn man nicht sehen würde, wie viel Leben ein Boss hat, wenn es ausgeblendet wäre. Aber mein eigenes Leben will ich zu gerne sehen. So, wir haben alte Drachentöterseele und Ring des alten Löwen. Zudem sind hier ein paar Kisten, die ich öffnen möchte. Huch, wunderbar. 15 Minuten, der ist besiegt. Geborstener blauer Augapfel. Die kann man benutzen, wenn man sich dem IT anschließt. Dafür muss man einem Spieler geholfen haben, dann kann man sich dem IT anschließen. Heidenritter am Eisenmaske und Turmschild. Ja, genau, die wollte ich haben. Die ich beim anderen Charakter gezeigt habe.
So. Ich wollte die nur haben. Einfach so. Weil es geht. So, habe ich einem Spieler geholfen? Dann kann ich mich hier anschließen. Transient. You have obtained proof you are worthy of joy. You may call yourself Bipra. Rejoice and bask in your new honor. Sorry, ich hab's weggedrückt. War Gewohnheit. Do my ears deceive me? Who would refuse such magnificence? Tja, ich. Gods have mercy on this halfwit. He knows not what he speaks. Na, wenigstens ist er mir wohlgesinnt, wenn die Götter mir erbarmen sollen. wer PvP machen sollte, will und Spielern geholfen hat, für jeden Spieler, den ihr geholfen habt, könnt ihr hier unten PvP machen. Sobald ihr in diesem Eid drin seid. Da sind diese Statuen. Und hier ist auch ein Bonfire übrigens. Deswegen kann man sich auch hier gezielt hin teleportieren. Da guckt, das ist die Blaue Kathedrale, ist jetzt ein eigener Teleport. Einfach nur wegen dem PvP, die Gebiet, falls man sich schnell hin teleportieren will. Gut, haben wir das gemacht. Gehen wir mal in die verlorene Festung zum Dienstboten Blabla. Und laufen da mal ein bisschen rum. Obwohl, wir haben noch Seelen vom Boss, ne? Könnten wir eigentlich auch noch ausgeben, vom Prinzip her. So, hier haben wir letztes Mal aufgehört. Bei der verlorenen Festung. Nach dem Boss, den wir im Pussy-Modus gemacht haben. Oh, Kacke, wir haben 30.000 Seelen. Wir sollten wirklich Seelen ausgeben gehen. Na gut, dann gehen wir jetzt gleich da weiter. Ich weiß nur, dass da oben so ein Sichelmann ist. Eine verstärkte Version, der einen Feuerball schießen kann. Das habe ich schon gesehen. Da bin ich gerade vor 10, 20 Minuten, naja, sagen wir vor 30 Minuten rumgelaufen. Aber gut. Aufsteigen. So, wir haben 20 Geschicklichkeit, dann wollen wir 20 Leben. Wollen wir 20 Leben? Wir können noch 3 Punkte in Zauber reinsetzen, dann hätten wir einen Zauberei-Slot. Machen wir so. Ich habe noch nie so viel auf Leben geskillt. Ich glaube, ich hatte es bei keinem Dark Souls Spielstand Leben je über 20 oder 22 oder so. So, hast du irgendwas Interessantes? Du hast noch Scherben. Die Waffen kannst du nicht verstärken, weil es mir Titanscherben fehlen, aber du kannst... nicht Titanscherben. Große Titanscherben fehlen. Aber du kannst mein Schild nochmal aufwerten. Damit könnte ich mein Schild zwar auch nochmal aufwerten, das will ich aber nicht. Das wäre nämlich hier rausgeworfen. So. Danke, danke. Wunderbar. Dann, ich guck jetzt ein paar Stellen noch an. Obwohl, will ich jetzt weiterreisen? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Das wäre echt... Ah, das habe ich gemacht. Das habe ich im LP gezeigt, Gott sei Dank. Ich war mir gerade nicht mal mehr sicher, ob ich die Wand hier aufgesprengt hatte. So lange habe ich schon nicht mehr das LP-Ding gespielt. Wir haben einen kompletten Gang vergessen. Das kann ich schon mal zeigen. So, wenn ich hier runtergehe. Ja, komm. Ja, komm. Geh weg. Der immer noch ein Pixel Schaden fehlt, dass der ganz tot ist. Man kann da übrigens runterhüpfen zu den Feuerechsen und sich ein paar Items snacken. Wenn man da auf dem Müllhaufen da links hüpft, kann man da unten rumrennen. Ah, die Feuerechse tötet einen eh One-Two-Hit. Deswegen überlebt man nicht sehr lange. So, machen wir dich noch weg. So, wir haben einen kompletten Gang vergessen. Der liegt genau hinter dieser Tür. Der Soldatenschlüssel ist nämlich genau auch dafür. Das ist die Stelle, wo eigentlich angeworben ist, dass man seine Fackel braucht. Aber warum sollte ich hier eine Fackel brauchen? Es ist verdammt hell. Hätte das Spiel einem so empfohlen. Ja, stell deine Helligkeit so ein. Dann hätte ich vielleicht meine Fackel geholt. Weil es ist so oft, auf so einer Dunkelheit. Stell dir vor, das Spiel ist einfach natürlich so dunkel. Wie es eigentlich empfohlen ist. Wieso es auch Dark Souls heißt.
Dann könnte ich verstehen, wenn einer hier hochgeht. Ich will kurz mal gucken, wie es mit der Fackel aussieht. Allein wie dunkel es hier ist. Wahrscheinlich war es auch ursprünglich so gedacht, dass man so dunkel spielt. Kann ich mir so gut vorstellen. Und da dachten die PR-Menschen, nein, das kommt nicht gut bei den Casuals an. Stell die dunkle, sag denen einfach, die sollen die Helligkeit hochstellen. Und schaut mal, wie viel die Fackel hier erleuchtet. Sieht voll cool aus so. So dunkel. Problem ist, da links ist auch ein Gegner. Und hier ist so ein großer Stein-Typi, gegen den wir jetzt kämpfen müssen. Deswegen ich meine Fackel lösche. Ja, die können nicht sonderlich viel. Nicht unbedingt. Den Weg gehen wir aber lang, sobald wir stärker sind, weil dort ist einfach rein gar nichts. Da liegt ein Bogen, so eine Jägerrüstung, die mein Jägercharakter auch hat. Aber ansonsten ist da wirklich nichts von Wert. Ein paar Titansplitter könnten das sein. Solche Kleinigkeiten hat. Ich stelle mir kurz die Bildschirmhelligkeit wieder hoch. Für YouTube ist es auf jeden Fall besser, wenn es so hell ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ursprünglich gewollt ist, dass es so dunkel ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Bei den Trailern war es ja auch so angeworben, dass es hier so dunkel ist und so. Wer die Trailer noch kennt. Okay. Einfach schlafend erstochen. So, großartig Feinde oder so gibt's nicht hier unten. Gibt noch so einen zweiten Schildkrötenmann. Der patrouilliert hier links und rechts entlang, also müssen wir nur ab und zu mal gucken, ob er kommt und dann pullen wir den und dann töten wir den einfach hier. Schwarze Feuerbomben, 3 Stück. So schön, dass es die auch noch gibt. So, das nervige Stück kommt erst, sobald wir den Schildkrötenmann getötet haben. Da ist er ja. So. Ah ja, da war ja was. Einmal nur? Gut. Einmal nur? Gut. Dieser Viererschlag nervt so, weil der so lange dauert. So. Die sind ja nicht das Problem. Und die ganzen Sachen, die man hier finden kann, Fackeln, bla. Das ist denn eh nicht. Kommst du bitte her? Kann man das eigentlich machen? Nein. Wieso können eigentlich Feinde mit ihrem Schild zuschlagen? Ich nicht. Seltsam. Egal. Erstmal durchschneiden. So. Kommen wir jetzt in einen kleinen draußen Bereich. Wo 1, da hinten steht noch einer, 2, da oben stehen noch 2, 3, 4, 5, 6, keine Ahnung. Ewig viele von diesen Riesen herumstehen. Deswegen ist es leicht nervig, der Bereich. Ich weiß auch gar nicht, welchen ich zuerst bekämpfe. So, am besten hier den da. Problem dabei ist nur der Bogenschütze, der die ganze Zeit in mich reinballert. Ah, warte, lass mich nochmal schlagen. So. Und tot. Wunderbar. Der Bogenschütze hat mich gar nicht allzu oft getroffen, erstaunlicherweise. So, da oben auf dem Dach liegen 2 Leichen, glaube ich, die man holen kann. Oder eine. Aber dafür muss man an 2 von diesen Viechern vorbei. Ich habe gerne immer versucht, den einen da ins Loch zu schmeißen. Aber es ist eigentlich letztendlich unnötig. Entschuldigung, hinter mir stand ein Fässer. Wollte ich in Zukunft halt doch immer hinter. Gut, dass das nicht getroffen hat. Nein, nein, nein. Danke. Oh, Gott sei Dank. Ja, ziemlich schrecklich hätte mich das noch getroffen. Aber was... Geil! Das freut mich gerade. Diese Viecher...
droppen ihre Rüstung. Es ist so lustig. Es ist so lustig, dass sie diese Rüstung droppen. Es ist so göttlich. Das ist so schön, die wollte ich mir schon mal zusammenfahren, aber habe ich nie geschafft. Die Teile droppen nämlich ultra selten. Zumindest kommt es mir so vor. Rollt mein Charakter anders. Aua. Aber es ist so toll, diese ganze Rüstung davon zu haben. Super Ninja Hero Turtles. Ich weiß nicht mal, wie diese Musik geht. Aber man rollt schon mit einem Rüstungsteil davon wie ein Stein. Ah, die Rüstung skaliert mit Stärke. Aber meine Ritterrüstung auch. So. Ich weiß nicht, was ich aufgehoben habe. Bin ein bisschen unaufmerksam. Okay, wenn einer der beiden Riesen mich sieht, sehen beide mich. Jetzt kommen zwei gleichzeitig. Das heißt, ich werde... Dass es diesen Glitch gibt, dass sie in der Entfernung ihre Arme nicht richtig halten. Schau mal, wie der mit dem Arm läuft. Ja. Kommt nicht her, ne? Nee. Tschüss. Das Einzige, was man probieren könnte, wäre... Hat er mir ernsthaft einen Pfeil gerade reingeschossen in der Sekunde, als ich drüben angekommen bin? Ist nicht nett. So, wenn ich hier das Bonfire nehme... mich daran setze, dann sollte sich ja alles zurücksetzen. Heißt zwar auch, dass... dass der Typ daneben mir ist. Heißt aber auch, dass ich... wie viel ich aushalte, ist krass. Wir schon stampfen. Oh, jetzt sind echt beide da. Nervig. Na gut, dann holen wir uns kurz die Rüstung hier oben. Die ist in dieser Holzkiste. So, das war einfach komplette Jägerausrüstung. Ansonsten gibt es hier nur wieder so einen Riesenbaum irgendwo. Ein, zwei Räume weiter. Ich glaube da drin. Da. Ach, ich bin zu dumm, um durch eine Tür zu laufen. Aber der erfüllt irgendwie keinerlei Sinn. So. Ja, und das war eigentlich alles, was es hier zu holen gab in dem Gebiet. Jetzt ist eigentlich meine halbe Stunde auch schon wieder um. Krass. So, die Leiche hier noch. Das ist aber auch nichts Nennenswertes. War in dem Haus da unten drin? Ja, da sind wir durchgelaufen, ne? Ansonsten, da sind zwei Gegner und dahinter liegt noch was zum Aufheben. Ein Bastardschwert, das ist das gute Schwert. Wenn es euch also bei euch nicht bei Gegnern droppt, dann holt es euch so. So, an dem kann man hier super einfach vorbeilaufen. So, dankeschön. Mit 2 Meter Abstand diesen Dingern auch einfach ausweichen kann. Dieser Gang wurde in den Trailern so gefährlich dargestellt. Da freute man sich schon drauf fast. Und dann... Och ja, kannst du dran vorbeirennen. Passt schon. So, haben wir den Gang auf jeden Fall auch erledigt. Mit dem LP gezeigt. Der ich führe im Kreisgang. Das machen wir, legen wir einfach nochmal 15 Minuten drauf. Und ich gehe den Dienstbotenweg. Und danach gucken wir mal, ob wir wieder leveln können oder Waffen aufwerten. So, hallo. Verlorene Festung. Ich weiß eine Stelle hier auch noch aus einem Video. Beziehungsweise von Dark Souls Wiki, weil ich halt mir gerne angeguckt habe, wie die... was es so für Eide gibt, die man leisten kann. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Eide? Von Eid. Große Keule übrigens. Hier gibt es einen Eid, wenn man den Stein einsetzt.
So, damit weiß man, dass man die Wand hier kaputt hauen muss. Und dann ist man beim Mondturm. Und kann den Eid hier bei dem Typen rechts leisten. The bell belongs to the princess, it do. Stay back or we slice you to bits. Me and my chums, we shall be miffed. Stay back or your pieces, tiniest pieces. A long, long, long time ago, the princess, she made me, yes, just like so. To guard this bell for the prince's honor. Stay away, foul and dead, or you'll be a goner. Stay back, it belongs to the princess, it do. Der hat Spaß. You wish to guard the bell, you do. For the prince and the princess forever. For true. Ja, und hier kann man sich dem Eid anschließen und dann muss man immer alle Spieler, die versuchen, den Turm hochzugehen. Ich habe den Eid gar nicht angenommen, aber danke. Ja, alle töten, die versuchen, da hochzugehen. Das ist ein PvP-Eid auf jeden Fall. Einer der ersten, der auftaucht. Und das ist ziemlich cool. Aber nein. Ich glaube, ich hätte ja sagen sollen. Mir hat der Nebel hinter mir nicht gefallen. Siegel des Glockenhüters. Das ist ein bisschen verrückt. Ein bisschen. In open the bell of the princess. Tear him to shreds, tear him to bits. Gather around, we've been ringing this bell forever. Okay. Kann der PvP-Nebel bitte weggehen? Ich will keinen Finstergeist hier. Nein. Ah, nein, ist immer noch da. Ah, jetzt ist er weg. Schnell hindurch. Dankeschön. Ja. Und wenn man halt dann die Glocke bewachen möchte. Ich weiß nicht mal, was passiert, wenn man zur Glocke gelangt. Kann ich nicht sagen. Kann man sich dem Eid eben anschließen. Siehst du jetzt auch links oben übrigens. Da ist immer, welche Eid ich mal gerade geleistet hat, angezeigt. Ich glaube, englische Bezeichnung ist dafür jetzt schon Tower Bros. So, und da ist dieser Typ, der jetzt Feuermagie hat. Wieso ich auch immer das falsche Schwert gerade hatte. Ist mir jetzt egal. Menschenbild, dankeschön. So, mehr kenne ich nicht. Deswegen gehen wir jetzt ein paar Meter weiter, damit ich wenigstens was erkunden kann. Hallo? Hallo, 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 da ist ein Turm. Gehen wir den Turm hoch. Obwohl, da unten wirkt es wie eine Sackgasse. Vor dir links, Vorsicht, Pyromantie. Ja, ich sehe ihn schon.
So. Kann doch eh nix. Besonders, ich töte einfach einen Pyromanten mit einem Flammenschwert. Läuft. Da ist nix. Da kann ich anfangen, über Dächer zu laufen. Flammenschmetterling, 3 Stück. Die entzünden meine Fackel übrigens. Falls ich mich da je verlesen haben sollte. Und wenn ich super wagemutig bin, dann springe ich einfach darüber. Und kletter die Leiter hoch und weiß nicht, wo ich lande. Okay, schauen wir erstmal in den Turm rein. Vielleicht führt uns der Turm auch einfach auf normalem Wege rüber. Was steht hier? Vorsicht, Vorstoß. Ist einer, der explodiert, dann muss man nur wegrollen. Dann ist es einer, der so viel Schaden macht, wenn er hinfällt. Davon nur nicht hinfallen lassen, okay. Wie die Fässer gleich alle runterfallen wollen. Boah, stell dir vor, das sind Explosionsfässer. Vorsicht, Hinterhalt rechts. Okay, hier sind ziemlich viele Spieler gestorben. Schließen wir uns ihnen an. Ich sehe schon das Problem bei denen. So, wir sehen ja, wenn einer kommt. Nutzen wir doch gleich mal die Feuerbomben, die wir bekommen haben. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch einen töten. Ah, man sieht es an ihrem Bauch. Wenn sie Sand im Bauch haben, dann ist es so Erde. Ich hab's gehört. Oh, ich dachte, der Geist da gerade ist einer, der mich töten will, aber nö. Überall hört man es krachen. Lustig, dass man die Fässer einfach runterschieben kann. Dong. Ja. Solange ich zuerst zuschlage, habt ihr nichts gegen mich in der Hand. Okay, seltsamer viereckiger Raum, in dem nichts drin ist. Danke, dass es dich gibt. Boah, ich muss so vorsichtig sein und die ganze Zeit im... So, da sind 2 Stück. So, solange ich euch vorher töte, kann ja nichts passieren. Dann kann ich da das Tor aufmachen, wo der nächste Boss wahrscheinlich auf mich wartet. Den wir dann im nächsten Part angehen. Das sind echt viele von denen. Ja, die machen super viel Schaden. Ist das Problem ja dabei. Die machen ja auch meine komplette Schildleiste weg, wenn... So, dann bin ich erfolgreich weggerollt. So. Die Statue blockiert euren Weg. Es gibt Items, um Statuen zu bewegen, zum Leben zu erwecken. Das weiß ich.
Wie man die bekommt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es Items dafür gibt. Dann könnte ich die hier wegmachen. Schade, dass ich kein Item habe dafür. Das wäre jetzt echt super praktisch. Hätte ich direkt ein Bonfire bei dem Boss. Skeptiker-Gewürz. Versuchrollen hier. Ah, um an die Leiche daran zu kommen. Ich sehe schon. Nee, nicht jetzt. Ich werde erstmal gucken, ob das Skeptiker-Gewürz genau das ist, was ich gerade gesucht habe. Könnte nämlich sein. Skeptiker. Da war's. Okay. Nö. Zerbrechen kann man den auch nicht. Schade, schade. Na gut, dann rollen wir dahin. Was geht ein Leuchtfeuer? Ach, guck mal, hier gibt's eins. Sehr aufheiternd. Wir möchten den Ring des bösen Auges mal kurz mit dem Katzenring austauschen. So. Ich werde wahrscheinlich in den Raum voll mit diesen Viechern landen. Nein? Heimkehrknochen? Nehme ich an. Verwelktes Dämmerungsgras. Ich bin eine Leiche, hallo. Tschüss. Aussteigen. Vielleicht kann ich damit jetzt. Ich weiß nur, dass es Zeug gibt, aber ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. So, wir möchten auf jeden Fall den Ring jetzt mit einem austauschen, der uns bei einem Bosskampf behilflich sein könnte. Ring der Wiederherstellung zum Beispiel. Gut. Dann probieren wir einen Boss, sterben einmal und dann können wir im nächsten Part den Boss vielleicht nochmal angehen. Da ist es. Stellt viele Zaubereinsätze wieder her. Okay. Oh. Oh. Lebensstein. Sind es die zum Heilen gewesen? Nee, die sind Gesundheitsstein, oder? Ja, nee, die ist Lebensstein. Okay. Ich höre schon auf. Wieso nur hier? Geht ja alle 2 Sekunden immer dahin, bei jedem neuen Item. Okay. Danke. Dann schauen wir doch mal. Der Sünderhügel. Denn nur wer sündet, der hündet. Ich finde, da fragt man nicht, warum der eine gerade darunter gehüpft ist. Lebensstein. Gott, die pullen sich doch alle gegenseitig. Ja. Deswegen bin ich gerade ganz schnell hier hochgerannt. Er ist weg. Ah, hier ist ein Bonfire. Okay, cool. Dann war's das mit dem Part Dark Souls. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.